herzlich willkommen zurück zu Deus Ex 3. Nervigen Endgame vielleicht. So, wir müssen hier außen rum. Wir müssen gar nicht die Treppe hoch, ne? Wir sind ja schon richtig. Mist. Hallo? Trefft ihr nicht? Warum lädt er denn nicht nach, wenn er nachlädt? Achso, ja, das ist das Geschütz. Das heißt, da sind wir schlecht aufgestellt. Wieso kann ich jetzt die von hier nicht erwischen? Das geht. Okay, kein Problem. War eh viel zu viel Munition verschwendet. Laden wir nochmal. Dumm, die dumm, die dumm. Komm schon. Wie schlecht kann man schießen? Hallo? Ist er da zu weit weg? Kann ja nicht sein. Ich glaub's nicht. Ist er weg? Nee. Ich kann ihn von hier nicht treffen. Cheater. Ich habe auch keine andere Chance, mich um die Deckung zu begeben. Guck, ich treffe ihn nicht. Warum treffe ich ihn nicht? Wir laden nochmal. Ein Spiel. Warum nicht? Distanz kann es nicht sein, wenn ich hier dagegen übertreffe. Oder ist die Hitbox von der Wand einfach zu groß? Das könnte natürlich sein. Das heißt, nur der schießt gegen die Wand. Ja, Beeilung. Ja, schießt er eindeutig gegen die Wand, ne? Oh, das war gut. Den nehme ich. Nee, guck, von hier kann ich dann nicht, darüber kann ich nicht treffen. Keine Chance. Also, ich kann gerade nicht speichern. Ja, funktioniert nicht. Er sagt, da triffst du irgendwas. Interessant ist auch, dass da unten links nicht mehr alarmiert steht. Also irgendwie... Ah, jetzt hat er gespeichert. Irgendwie ist das so ein bisschen buggy hier. Also oben drüber schießen kann ich auch nicht. Da trifft mich jetzt das Geschütz, aber hier kann ich wieder den erwischen. Nee, kann ich nicht. Jetzt. Jetzt wird gespeichert. Gut. So, jetzt muss ich gucken. Also, ich muss hier einfach nur außen rum laufen. Hier außen rum. Hier außen rum. Aber jetzt darf ich hier auch wieder was wegbewegen. Das ist aber sehr freundlich. Ah ja. So. Speichern. Irgendwo das ist nah genug, Jensen. Nicht töten. Ach, das ist die Person. Sie stecken hinter allem. Ich sagte, das ist nah genug. Ich kann alles erklären, wenn sie bleiben, wo sie sind. Okay. Bei unserem letzten Treffen haben sie mich verprügelt. Und jetzt wollen sie plaudern? Ich hatte keine andere Wahl. Es musste echt aussehen. Für Burke. Noch denkt er, ich bin auf der Seite von Belltower. Aber wenn er mich mit Ihnen und Ihrem Amoklauf in Verbindung bringt... Das ist Ihr Problem, nicht meines. Dann bedeutet Ihnen Dr. Megan Reed wirklich nichts, oder doch? Was wissen Sie über Megan? Ich weiß, dass der Name zu viele Alarmglocken ausgelöst hat, als ich ihn Ihrem Suchprofil hinzugefügt habe. Aber so fand ich heraus, wer Sie sind und warum Sie auf dem Schiff waren. Sie denken, Belltower hat Sie entführt, richtig? Wollen Sie es etwa abstreiten? Ich wünschte, das könnte ich.
Aber nach allem, was ich gesehen habe, sicher weiß ich nur, dass sie nicht hier ist. Nicht mehr. Was soll das denn bitte heißen? Nicht, was Sie denken. Hören Sie. Rifleman Bank Station unterstützt alle Belltower-Operationen in dieser Region. Reguläre und Special Ops. Vor 6 Monaten erhielt ich den Befehl, alle regulären Soldaten und Zivilisten von dem Flugfeld abzuziehen. Ein paar Minuten später sind 2 Black Hawks gelandet. Ich dachte, das hätte mit Australien zu tun. Vor allem, als sie abgedeckte Tragen ausluden. Wie viele? 5. Bewacht von schwer augmentierten Special Op-Agenten. Burke hat ihren Anführer begrüßt und dann sind sie alle im Internierungslager verschwunden. Da drin läuft irgendein schwarzes Projekt, Jensen. Etwas mit Gefangenen und Wissenschaftlern. Sie müssen rausfinden, was es ist. Wieso ich ja? Warum ich, Keitner? Das ist doch Ihr Name, oder? So hat Burke Sie auf dem Schiff genannt. Natanja Keitner, ja. Und ich brauche Sie, weil alle meine Bewegungen aufgezeichnet werden. Ich muss meine Tarnung wahren. Tarnung? Für wen arbeiten Sie? Vor einigen Monaten kam ein Agent von Interpol auf mich zu. Sie hatten Belltower schon länger auf dem Radar, konnten ihnen aber nie etwas beweisen. Was dieser Agent über die Basis hier sagte, hat mir die Augen geöffnet. Sie sehen also, Jensen, ich spiele tatsächlich guter Bulle, böser Bulle. Erzählen Sie mir mehr über die Wissenschaftler. Technisch gesehen bin ich für die Basis verantwortlich. Ich weiß also, wer ein- und ausgeht. Burke trifft sich ständig mit Ärzten und Wissenschaftlern. Mir sagt er, das wäre Teil seiner Verhörmethode. Haben Sie Namen? Keine verlässlichen. Aber in Australien und Asien leben neuerdings ziemlich viele Does. Ich sehe nur nicht immer, wie sie abreisen. Und Sie denken Megan Shawn? Die Black Hawks sicher. Ohne die Tragen, aber diesmal mit 5 Stasekapseln. Dazu brauche ich erst mehr Informationen. Erzählen Sie mir von diesem schwarzen Projekt. Ich wünschte, ich könnte, aber es ist geheim. So geheim, dass bei BT niemand bereit ist, seine Existenz auch nur zu bestätigen. Aber Sie haben was gesehen. Nur die Ränder. Diese Station ist halb Basis, halb Militärgefängnis. Und jede Woche kommen neue Kriegsteilnehmer an. Laut Interpol stehen sie aber auf keiner Beobachtungsliste. Die meisten sind Zivilisten. Harmlose Zivilisten. Burke bringt sie in einen isolierten Flügel des Internierungslagers, wo sie verschwinden. Okay. Was soll ich tun? Halten Sie kurz still. Was zum... Ganz ruhig. Ich kompiliere nur Ihr biometrisches Profil. Netzhautscan, Pulmonargefäßdarstellung, das Übliche. Sobald ich die Daten hochlade und Corporal Alan Tyler eine Sicherheitsfreigabe gebe, können Sie die Kontrollpunkte in diesem Sektor passieren. Nur in diesem Sektor? Warum das? Weil ich gesehen habe, wie blutrünstig Sie sind. Ich kann Sie ins Internierungslager bringen, aber der Befragungstrakt ist ein Problem. Die Freigaben dafür erteilt nur Burke. Und ich sollte ihn vermutlich nicht um eine bitten. Wirklich sehr witzig. Im zentralen Kommandoturm des Internierungslagers steht ein Sicherheitscomputer. Dort müssen Sie diese Kopie Ihrer Biometrie manuell hochladen. Melden Sie sich anschließend per Infolink. Haben Sie noch Fragen? Eine Sache wüsste ich noch gern über Sie und Burke. Ist der Rang höher als Sie? Eigentlich schon. Aber diese Station ist nur zum Teil ein Militärgefängnis. Und während er mit seiner Einheit das Internierungslager kontrolliert, befehlige ich die Basis selbst. Dann muss ich mir keine Sorgen machen, dass Sie nur eine Meuterei anzetteln wollen. Bitte? Denken Sie, ich riskiere so viel, um... Hören Sie, Jensen. Burke ist ein sexistisches Arschloch. Und ja, er steht über mir. Er ist auch schon viel länger bei Belltower und hat entsprechende Beziehungen, die er benutzt, um mich, wo es geht, zu unterlaufen. Aber das ist nicht der Grund, warum wir beide hier stehen. Hier werden Menschen verletzt. Unschuldige. Und wir müssen es öffentlich machen. Das könnte Belltower zerstören. Belltower hatte einmal Ehre. Sorgen wir dafür, dass es wieder eine hat. Die Wachen im Zellentrakt. Sind das Burkes Männer oder Ihre? Die gehören zu Burke. Perfekt geschulte Spezialagenten. Wenn Sie da drin also das Feuer eröffnen, sind Sie erledigt. Ich werde es mir merken. Ich könnte etwas mehr Equipment brauchen. Hat Corporal Tyler zufällig Zugang zur Waffenkammer? Sie sind immer noch ein Flüchtling. Halten Sie den Ball also lieber flach. Allerdings wäre da jemand, der Ihnen helfen könnte. Einer der Mechaniker hier, ein Zivilist namens Quinn, hat einen Nebenjob in der Beschaffung. Na wunderbar. Warum sollte ich ihm trauen? Weil ich es tue. Und weil er Burke nicht leiden kann.
Er ist im Wartungsbereich der unteren Etage, in der Nähe des Aufzugs. Er kann Ihnen alles besorgen. Ja gut, das bringt uns ja nicht so viel. Mehr muss ich nicht wissen. Wir haben ja kein Inventar. Ich mache den Netzwerk-Upload von hier. Sie sind Alan Tyler, sobald Sie den Gefängniskontrollpunkt erreichen. Und passen Sie auf. Machen Sie nicht zu viel Wirbel. Wie denn? Zugriff verweigert. Aber wir können hier eine Kamera wieder ausmachen. Ach, das ist die vom Geschütz. Alles klar. Gucken wir mal auf die Korde. Hier wäre der Kontakt. Hier ist die Höhle des Löwen. Alles klar. Und wir müssen dann... Achso, hier geht es natürlich runter dann zu der Wartungsetage. Das heißt, wir müssen uns zu diesem Aufzug hier durchschlagen. Mal gucken. Achso, jetzt müssen wir ja hier wieder raus irgendwie. Speichern vorher nochmal. Sicher ist sicher. Wie komme ich denn hier wieder weg? Hier. Ja, dann kommen wir hier wieder raus. Herzlichen Glückwunsch. Ja, dann müssen wir jetzt einmal hier so quasi geradeaus durch. Wir haben ja so gut wie alles hier niedergewalzt. Der dürfte uns jetzt eigentlich nicht sehen, weil die Kamera ja auch aus ist. Das hat schon mal funktioniert. Da hinten ist wieder Spaß. Achso, wir können ja noch einen Praxispunkt vergeben. Mal gleich mal gucken, was wir da machen. Ja, also ich will, es ist immer noch, ne? Also das hier einfach alles. Ich raff's nicht. Ja, Inventar. Holen wir uns das Inventar wieder. Was soll's? So, guten Tag. Sind Sie Quinn? Wenn das nicht der Sensenmann persönlich ist. Wovon reden Sie da? Himmel, Herrgott, Mann, wegen Ihnen scheißt sich die halbe Garnison an und hat Angst, auf Patrouille zu gehen. Hören Sie, ich will keinen Ärger, okay? Der Commander sagt, ich soll Ihnen helfen und genau das tue ich. Aber töten Sie mich nicht, okay? Ich habe Kinder, 8 Stück. Naja, das stimmt nicht ganz, okay, okay, aber eigentlich habe ich gar keinen, aber erschießen Sie mich nicht. Wir können sogar einschüchtern. Wir schüchtern ihn ein. Ich hatte nicht vor, Sie zu erschießen, aber Sie sollten sich abregen. Mann, entspannen Sie sich. Okay. Keitner sagt, Sie können mir helfen. Stimmt das? Ja, sie hat mir gesagt, dass Sie kommen. Bin heilfroh, dass Sie nicht auf eigene Faust losziehen. Hier gibt es schon genug wandelnde Pulverfässer. Da brauchen wir nicht noch eine tickende Zeitbombe. Wissen Sie, wie riskant es für uns ist, Sie vom Radar zu halten? Wir haben hier nicht viel zu melden, das ist Burks Show. Und der Arsch macht, was er will. Das heißt, er räuchert sämtliche Ratten aus, sobald er von Ihnen erfährt. Ganz toll. Aber können wir jetzt weitermachen? Mir wurde gesagt, Sie haben einen Nebenjob in der Beschaffung. Man könnte sagen, ich bin immer offen für ein kleines, wie wollen wir es nennen, Geschäft nebenher. Aber nachdem der Commander sein Okay gegeben hat, öffne ich mein Lager für Sie. Für Cash, versteht sich. Heißt das, ich muss bezahlen? Natürlich müssen Sie bezahlen. Was denken Sie denn? Sehe ich etwa aus wie ein beschissener Quartiermeister? Ich bin doch nur ein Zivilist, der sehen muss, wo er bleibt. Bin doch nicht die Wohlfahrt. Angesichts der Umstände... Umstände? Dass Sie ein Flüchtling sind und ich meinen Hals riskiere, indem ich mit Ihnen rede? Was ziehen Sie hier ab? Andererseits, Sie hatten nicht zufällig was mit der Stasi-Kapsel zu tun, die gerettet wurde? Woher wissen Sie davon? Ah, dann waren Sie das also. Ja, sagen wir, ich habe meine Quellen und Ihr kurzer Anfall von Güte ist nicht unbemerkt geblieben. Wissen Sie was? Ich gebe Ihnen Rabatt, aber umsonst gibt's nichts. Aber andererseits, wenn Sie was umsonst wollen und nichts gegen ein bisschen Lauferei haben, melde ich vielleicht einen Job für Sie. Betrachten Sie es als Sonderangebot. Interessiert. Nee, eigentlich nicht. Kaufen Sie was oder gehen Sie?
So, wir gucken mal. Ach, wir können auch verkaufen. So, schön, dass wir bei den Rabatt kriegen. Wir wollen uns erstmal hier schön Revolver-Munition. Nee, nicht Revolver. Ach, shit. Pistole. Ah, Mann. Was soll ich denn mit Revolver-Munition? Laserzielsystem. Praxiskit. Ja, kaufe ich wieder Praxiskit? Gebe ich wieder Geld aus oder wird mir das wieder abgezogen? Ja, wir holen uns das eine. Keine Rückgabe. Ich dachte, wir können ja Waffen kaufen. Das ist ja lame. Nee, dann mache ich für den keine Aufgabe. Sehe ich jetzt nicht ein. Extra das Inventar hier freigemacht, dass wir mal ein bisschen Waffen kriegen. Okay, Granaten. Hat er wenigstens Granaten? Laden betreten. So. MP, Schrot, Elektroschock, Standard, Typhoon, Raketen. Ja, super. Aber keine Granaten. Also dieser Laden ist ja auch wieder komplett nutzlos. Na gut. Achso, Praxispunkt. Haut. Schützt vor Verletzung. Achso, machen wir zwei Praxispunkte. Na gut. Weiß nicht, also will ich jetzt auch noch keine Ruhe. Warum macht man eigentlich das, dass man halt diese Praxispunkte wieder zurücksetzt? Spricht eigentlich für schlechtes Game Balancing eigentlich auch, ne? Dass man denkt, oh, dann sind die zu mächtig, dann machen wir es jetzt wieder spannender, indem man wieder Sachen wegnimmt. Ich weiß nicht. Also für mich ist das echt ein Spaßkiller. Aber gut, das habe ich schon so oft gesagt. So, mal gucken, wie wir jetzt hier durchkommen. Wo wir überhaupt hin müssen. Wir sind hier. Ja, wir können nur hier runter oder hier durchgehen. Geradeaus wäre mir eigentlich am liebsten. Wir speichern hier wohl mal besser. Tja. Nee, war da geradeaus, hatte ich gesagt. Nee, ja genau, hier links. Das wäre mir eigentlich am liebsten, wenn wir hier so lang gehen können. Wir könnten natürlich aber auch jetzt hier geradeaus weitergehen und dann hier durch. Aber das sind wahrscheinlich eh Kameras. Oh. Gucken mal, wer der ist. Vielleicht kommt er jetzt, ja. Nö. Dass die Kamera piepsen, merkt er nicht. Wir müssen jetzt ja hier diesen Flur einmal entlang. Ja, dann geh doch einfach wieder, wenn hier alles ruhig ist, oder komm hierher. Okay. Okay, jetzt ist schon der Alarm ausgelöst. Heilige Scheiße! Oh. Dann machen wir den einmal aus. Irgendwo einen Alarm deaktivieren. Da. Sehr gut. Pistolenmunition. Hier auch. So, speichern. Hier würden wir jetzt nochmal Alarm auslösen, aber das ist ja egal, weil wir haben ja eben schon Alarm ausgelöst. Alternativ können wir jetzt hier die Treppe hochgehen und dann sind wir da beim Büro. Nö, wir wollen ja schon hier durch. Da dürfte jetzt aber keiner mehr kommen, weil ja eben alle schon da waren. Lame. Ja. Gut. Dann wissen wir jetzt, dass da einer ist. Aber wir wissen jetzt ja auch, wie wir gegen den ankommen. Kann man eigentlich hier durch? Ja. Zugriff verwehrt, keine Verbindung. Hier können wir eine Kamera ausmachen. Ein Speichermedium. Da können wir nicht drauf zugreifen.
Da speichere ich jetzt nochmal. Jetzt ist der aus. Ach, die sind nur aktiviert, wenn der Alarm an ist. Alles klar. Aktiviere Sicherheitsscan. Biometrische Daten erfasst. Subjekt erkannt. Zugriff gewährt. Okay. Und durch diese Tür. Ich gebe hier immer so ein bisschen in Deckung. Gehen wir dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.